Ja. Wir wollten noch nicht, also die Wurf, also unglaublich. Also schon seit Tagen sehe ich nur Köpfe. Und ich muss jetzt mal darauf klarkommen. Ich denke. Wieso? Ich wehr mich gerade nur auf. Gleich kommt die ab. Nein, wirklich, Leute. Wir müssen alle hier noch auf die ganze Sache, Situation hier klarkommen. Weil die in den letzten Tagen die Hütten voll waren. Und es ist wunderschön, vor vielen Menschen zu spielen. Kein Scheiß. Da flattert immer wieder mein Herz. So macht ja der Typ vom Motorrad hier auch, oder? Geht die Motor her? Ja! Nee. Ne? Doch. Der säuft sich einfach ein, ne? Ich hab mal Catering gearbeitet, ne? Ach nee, das verrate ich jetzt nicht. Ne? Nee, das mache ich nicht. Auch nur mit, sag mal. Hey, was los, ey? Bei Rock'n'Roll wird doch auch mal Bier getrunken oder Schnappes. Ja. Aber sonst geht's gut. Alles klar. Do you like to broad? No? Okay. Unser Tage auch begleiten. Die heizen unser Publikum immer richtig gut auf. Geile Band übrigens. Ja. Ich meine. Herzlich willkommen bei den Bremer Stadtmusikanten. Mein Name ist Thomas Godoy, bin 29 Jahre, komme aus Recklinghausen. Ja, das war so der Spruch, ne? Den ich mir bei die SDS geleistet habe. Und jetzt darf ich hier stehen und ja, genau, Achterbahn fahren. Unfassbar. Wir haben Summer Breeze als nächsten Song. Den haben wir so ein bisschen anders arrangiert. Das hört sich dann ungefähr so an. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit I Surrender. Kriegen wir das hin? Ein wenig Sport machen. Egal ob man krank ist, wo hört sein Handy an? Hä? Ich störe doch euch ja hier nebenan. Kriegen wir das hin? Vielleicht. Ja? Aber die kommen dann gleich noch. Ja, gestern auch. Wer war denn gestern? Wer war denn gestern da? Okay, dann sind ja alles neue, fast neue Gesichter. Okay. Hat euch aufgefallen. Wir haben ja noch einen Song, der ist recht neu. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt. Vielleicht im Internet.
Das hat der René geschrieben. Das hat er für seine kleine Tochter geschrieben. Das war's für immer. Ja, und ich habe ja natürlich ein wenig noch zu erzählen, was ich so bei DSDS alles erlebt habe. Und das Ding ist auch im Studio entstanden und nennt sich Plan A.